Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 6. Wir werden uns jetzt diesen drei komischen Kindern stellen. Hoffe ich doch mal, dass wir die jetzt irgendwie finden. Ja, diese komischen Dämonen, die anderen ihre Seele rauben. Sehr gruselig. Aber ich denke, die sollten kein Problem sein. Nimm seinen Giftschnitt da, der... Oh, nimm das, du Schwuchtel! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bevor es weitergeht, werden wir natürlich Sabine erstmal heilen. So. Und dann müssen wir hier an diese Stelle. Durch diese Türe. Oh nein! Ja, da sind sie ja. Wir sind die drei von der Traumstelle. Ah. Jetzt, wo wir drei vereint sind, kriegt ihr eine schöne Abreibung. Yeah! Na dann, lasst mal sehen. Ach, wie süß. Okay, ihr Traumfeen. Ich denke... Ross und Ultima sollte das Ganze eigentlich ziemlich schnell beenden. Ich denke schon. Also wirklich, mit dieser Kombination ist man eigentlich so gut wie unbesiegbar. Könnte man so sagen. Himmelswind, ja. Das Mädel oben, das heilt die Gruppe immer wieder. Oh ja. Das heißt, wir müssen das Mädel als erstes umnieten. Ja genau, und die schützen das Mädel nämlich immer. Okay, so. Mal sehen, was Ultima so drauf hat. Wow. Oh yeah. Schon ganz gut. Das war schon ganz gut. Ah, meine Zeit ist abgelaufen. Okay. Oder? So viel zu... Oh, der erste ist schon down. Okay. Auch der zweite dürfte nicht lange überleben. So, jetzt kommt nochmal Ultima. Blitzra. Feuerer. Okay. Refleck. Ja, jetzt heißt es keine Magie mehr. Aber ich denke, das brauche ich auch nicht mehr. So. Und der letzte noch. Auch der letzte dürfte kein Problem sein. Perfekt. 6 Magie-EP erhalten. So viel zu diesen drei komischen Fatzen, die übrigens sehr lustig aussahen. Sehr, sehr amüsant. So. Haben wir Cyan nun errettet? Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh, wow, wow. Na, das kennen wir doch hier, diesen Phantomzug. An den erinnert ihr euch bestimmt noch. Ein Savepoint erstmal. Ja, ich denke, ich werde mal speichern. So. Okay, dann werden wir mal sehen, was hier so los ist. Also Cyan hat schon merkwürdige Träume. Er träumt nun vom Phantomzug. Okay. Okay. Was macht er denn? Spielt Tarzan. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, der Samurai. Oh ja, ich glaube, der hat auch einige üble Attacken auf Lager. Deswegen, Schnaufer. Oh nein! Ich hasse Schnaufer. Und wieder Kobold. Oh no's. Oh no's. Fucking fuck kill. Egal. Du bist trotzdem down. Du bist trotzdem down. So. Hier haben wir komische Hebel. Aha. Ja, diese Hebel müssen wir wohl umlegen. Eisschild erhalten. Ja. So. So. Und jetzt? Jetzt mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Diese Traumwelt ist schon ganz schön interessant, also... Achso, ich bin... Oh, Terra ist ja immer noch ein Kobold. Ach egal, Edgar jetzt auch. Oh nein, Edgar. Oh, wie süß die beiden doch sind. Ohrfeige. Aha. Wow, das muss eine heftige Ohrfeige sein, wenn sie mich schon verstummen lässt. Okay, genug der schlechten Scherze. Gelbkirsche. So. Jetzt, ah, okay. Jetzt haben wir irgendwas geöffnet. Aber trotzdem muss ich ja an diesen Hebel. Ja, dann geht es nämlich hier weiter. Okay. Okay, 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 okay. So, den Samurai als erstes aus dem Leben prügeln. Yeah. Danach diese komische Transe da hinten. Und zum Schluss den Suriander. Yeah. Ganz... Hä?
Oh, hier ist eine Kiste. X-Potion. Hätte ich fast übersehen. Ah ja. Ich sehe schon. Auch die, die Kisten hier. Ah ja. Auch die Kisten sind nach unten gerutscht. Al-Jabba. Na gut. Oh nein, er schläfert mich ein. Also Cyan träumt schon von merkwürdigen Gestalten, also muss man mal sagen. Bah, nimm das du. Yeah. Sabin steigt eine Stufe, okay. Ach so, okay. Ah, das ist interessant. Hier muss man... Ja, das ist jetzt auch wieder was Tolles. Hier muss man jetzt, die richtigen Kisten betätigen, damit sich der Weg öffnet. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das war. Ach du Scheiße. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Na, 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 nimm das du. Na, die beiden Herren, die schlafen wieder. Die gönnen sich ein Nickerchen. Die können sich das ja erlauben. Oh no. So, nimm das du. Al-Jabara. Al-Jafar. Ja, jetzt muss ich gucken. Ja. Wie war nur die Kombination? Ich muss nachdenken. Ja, wenn es ganz blöd läuft, auch mal kurz nachschauen. Bis gleich. So, Leute, willkommen zurück. Ja, das ist die Kombination. Die oberen zwei Kisten geöffnet, unten die letzte offen und dann die restlichen geschlossen. Und dann öffnet sich auch schon die Passage. Ja, ich musste jetzt selber nachsehen, weil das wusste ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Bin ich ganz ehrlich auch. Und ja, es geht weiter. Es geht weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die kann ich mir auch nicht merken, aber egal, man muss sich nicht alles merken. Ja, wir sind wieder mal im Phantomzug. Und müssen den Zug wohl mal wieder stoppen. Fragt sich nur wieder wie. Ach so. Na gut, es spielt keine Rolle. Oh, wow, wow. Ja, also Cyan hat wirklich merkwürdige Träume, also das ist schon. Hä? Wo will der denn hin? Cyan? Oh, Cyan wird verfolgt. Ja, jetzt sind wir wieder in Gestalt der Magitek-Mechs. Jetzt dürfen wir auch wieder mit ihnen kämpfen. Sehr cool übrigens. Das finde ich cool, also dass man auch jetzt hier in dem Traum auch gegen diese Mechs kämpfen kann. Allerdings sind die jetzt eigentlich total schwach, also... Ja, weiß ich nicht. Da wäre es eigentlich gescheiter, wenn ich normal kämpfen würde. Aber gut. So, ich denke, Blitzkomprimat dürfte Wunder wirken. Ja, gut. So. Das Viech hat auch einiges an HP, muss man sagen. Sabin lernt B. Okay. So. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Oh no. Ich werde mal die Magitek-Rakete einsetzen. Und zwar, dieses Dungeon ist etwas verwirrend. Also man kann schon Stunden hier verbringen. Es gibt nämlich ja eine Besonderheit, die ich euch auch gleich zeigen werde. Ansonsten kommt ihr auch nicht weiter. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich hier an diesem Abschnitt Stunden gesessen bin. Und gedacht habe, sag mal, wieso geht's eigentlich nicht weiter? Aber das hatte einen ganz bestimmten Grund. Und ja. Bau, erstmal dich aus dem Leben jagen, dann den Pluto-Mech. Da. Bounce, nimm das du. So, die Magitek-Rakete ist schon am besten. Wow. Nein, nicht sehr viel Schaden. Bam. Und tschüss. So, und zwar gehen wir jetzt hier rein. Hier nach oben, soweit ich weiß. Oh nein, ein Kampf. Ach, der schon wieder. Dieses komische Io-Viech da. Oh man, diese komische Maschine. Was auch immer sie darstellen soll, aber ja. Bam. Sie hat auch nicht viel auf dem Kasten eigentlich. Diese komische... Roboterspinne. Ja. So, wir gehen wieder raus. Und dann kommen wir wieder an diese Stelle. Wir müssen allerdings
Moment. Moment. So, jetzt gehen wir hier rüber wieder. Da landen wir nämlich wieder hier. Und jetzt müssen wir zurück, genau. Wären wir jetzt nämlich den Weg normal weitergelaufen, dann hätten wir uns immer wie wären wir immer wieder an der gleichen Stelle rausgekommen und dann könnte man so im Kreis laufen. Also man muss einfach nur einmal zurück wieder und dann kommt man in den nächsten Bildschirm. Merkt euch das, also nicht weiterlaufen, sonst lauft ihr immer wieder im Kreis, weil es immer der gleiche Bildschirm ist. Auf jeden Fall, im nächsten Video geht's dann hier in Cyans Träumen weiter. Mal sehen, was uns noch so Skurriles widerfährt. Bis zum nächsten Mal.